Mein Name ist Sebastian Frank und ich bin seit 2010 in Berlin. Ich komme aus Österreich und betreibe zusammen hier mit meiner Lebensgefährtin Janine Kessler das Restaurant Horvath am Paul-Lincke-Ufer. Gastfreundschaft bedeutet für mich, einen Ort zu schaffen, an dem einfach jeder gerne isst und einfach kurz verweilt. Der L-Faktor ist für mich die jahrelange Unterstützung, die ich von Jobline erfahren habe und darüber hinaus auch die Qualität und die Leidenschaft, die Lucini und Jobline der Gastronomie entgegenbringt. Seitdem ich im Jahr 2011 den Koch des Jahres-Wettbewerb gewonnen habe, setze ich auf Kochjacken vom Jobline. Seitdem sind wir gemeinsam einen tollen Weg gegangen. Bei der Auswahl der Kochjacke ist mir besonders wichtig, dass es wie eine zweite Haut ist, die uns durch den Tag bringt. Egal, ob das in der Küche ist, mit all den Herausforderungen, der Hitze, dem Dampf, aber auch bis an den Gast, wo wir dann unser Essen servieren. Das personalisierte Branding von Lucini, das uns angeboten wird, das spielt natürlich eine wichtige Rolle bei uns im Team, weil wenn wir uns alle gemeinsam mit dem gleichen Brand und mit dem gleichen Logo bewegen, dann generiert das natürlich einfach ein schönes Zusammengehörigkeitsgefühl. Das kulinarische Konzept vom Horvath ist, dass ich hier meine österreichischen Wurzeln möglichst vegetarisch auf den Teller bringen möchte. Ich wollte irgendwann nur noch mit Produkten, die mit meiner Herkunft einhergehen, arbeiten. Und besonders angetan hat es mir zum Beispiel auch der Sellerie, weil es einfach ein unheimlich toller Protagonist ist, der am Teller ganz alleine stehen kann, der aber auch ganz untergründig wirken kann, also ein unterbewusster Geschmacksgeber. Der Kräuterseitling ist auch die Basis für unsere Lebercreme, für unsere vegetarische, die ich einfach deswegen so gerne mag, weil es auch ein Aushängeschild für unsere Philosophie ist, einfach simplen Produkten über eine kreative Idee eine Wertigkeit zu geben. Die Komposition wird für mich perfekt, wenn die Harmonie zwischen Teller und Gericht sich für mich natürlich anfühlt und einfach ein positives Bauchgefühl hervorruft. Der Beruf des Kochs ist deswegen ein Traumberuf für mich, weil es einfach ein schöner Weg ist, sich selbst und seine Empfindungen in Form von Essen auszudrücken. Meiner Meinung nach sind wir deswegen mit 2 Sternen ausgezeichnet, weil wir einfach als Team es geschafft haben, uns über viele Jahre weiterzuentwickeln und die Bewertung einfach die logische Konsequenz aus dem eigenen Vorankommen ist. In meinem Team ist mir besonders wichtig, dass die Chemie zwischen uns stimmt. Also wir müssen zusammen kämpfen können, lachen können und ich möchte einfach eine schöne Zeit mit guten Menschen verbringen.